Hallöchen und willkommen zurück bei Star Citizen. Diesmal befinden wir uns gerade auf der Profilseite von meinem neuen Account, den ich am 11. Februar 2021 erstellt habe, um diese Videoserie hier zu starten. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, ich habe hier ja schon ein bisschen was an Geld erfarmt mit meiner kleinen Aurora. Und dann ist mir, als ich mal in den Einstellungen war, was aufgefallen. Das hier. Ich habe zwei Orga-Einladungen bekommen und der Zeitabstand ist extrem interessant, denn ich habe mich im Chat ja eigentlich gar nicht aufgehalten. Also, was heißt eigentlich? Ich habe mich gar nicht im Chat aufgehalten. Ich habe nur immer mal wieder angehabt, um zu gucken, ob jemand was schreibt. Und das ist dann halt schon sehr hart hier, was da gerade passiert. Hier die ersten. Blackstar-Initiative. Nicht wundern, ich habe die Seite auf Deutsch übersetzen lassen, damit es ein bisschen einfacher ist zum Lesen und Verstehen. Gerade ich auf Deutsch. Videos mache. Normalerweise wäre das natürlich alles Englisch. Wir haben mich am 12. Februar, also um 5.41 Uhr, also nicht mal 24 Stunden, nachdem ich meinen Account erstellt habe, haben sie mich direkt eingeladen. Und ich weiß ja nicht. Ich finde das immer sehr witzig, wenn sowas passiert. Die haben 2.500 Mitglieder, sind jetzt nicht die größten, aber doch schon relativ groß und wollen PMC. Was bedeutet PMC? Weiß ich nicht. Bounty Hunting Security sind sie aktiv. Regulär und exklusiv wollen sie sein. Naja, also ich weiß ja nicht, aber das ist mir immer so ein bisschen suspekt, wenn sich Leute, wenn sich Orcas mit Einladungen um sich werfen und alles, was neu ist, gleich einladen. Das ist immer so ein bisschen, okay, woher habt ihr die überhaupt die Info, dass ich einen neuen Account gemacht habe? Habt ihr da etwa ein bisschen Background Mining betrieben bei den Daten? Naja, scheint jedenfalls so zu sein. Die zweite Orga ist Atlas Defense Industries. 14. Februar, 16.50 Uhr. Ist immerhin 3 Tage alt und nicht nur ein halben. So, gucken wir doch die zweimal an, was die so schreiben. Botschaft. Hallo Arakan. Ich lade Sie zu Atlas Defense Industries ein, wo wir uns auf Qualität und Quantität konzentrieren. Viele unserer Mitglieder haben Erfahrung im Kampf Arma und Flugsimulatoren BMS DCS und werden ihr Wissen an Star Citizen anpassen. Wir suchen Gelegenheits- und Hardcore-Gamer, um die Vorteile unserer Schiffsflotte, des Trainings und der Kameradschaft, der Arbeit mit Menschen zu genießen, mit denen sie Spaß haben können. Ich glaube, da hat Google Translator ein bisschen was komisch übersetzt. Aber ja, ich denke, man weiß ja einigermaßen, was gemeint ist. Wir rekrutieren aktiv, um 6 Geschäftsbereiche innerhalb von ADI zu erweitern. Egal, ob Sie ein Handelsmagnat sein, ein Ass bekämpfen oder das Unbekannte erkunden möchten, ADI bietet Ihnen die Schulung und Infrastruktur, die Sie benötigen, um Ihr Potenzial auszuschöpfen. Obwohl jedes Mitglied innerhalb von ADI einer einzelnen Abteilung zugeordnet ist, haben unsere Mitglieder immer die Freiheit, an Aspekten des Star Citizen-Universums teilzunehmen. Fühlen Sie sich frei, sich mit uns auf Mumble anzuschließen. ADI glaubt an 3 Grundregeln. Erstens, sei kein Idiot. Zweitens, verursacht kein Drama. Drittens, das wirkliche Leben steht an erster Stelle. Wenn Sie bereit sind, einer Organisation beizutreten, hoffen wir, dass Sie ADI in Betracht ziehen. Mit freundlichen Grüßen, Ricky TR. Also, da fällt mir schon mal die ersten Unstimmigkeiten ein. Erstens, Qualität und Quantität. Gleichzeitig? Das funktioniert nicht. Kann es gar nicht. Du kannst entweder dir die Zeit nehmen und ein qualitatives Produkt rauszuhauen, oder du kannst sagen, scheiß drauf, wir boxen das jetzt raus und dann hast du Quantität. Sprich, Qualität ist das, was Star Citizen machen möchte mit ihrem Spiel, beziehungsweise DLC. Möchte mit Star Citizen ein qualitativ extrem hochwertiges Spiel produzieren, deshalb dauert das auch so arschlange. Quantität ist das, was so ziemlich fast alle anderen großen Entwickler machen. Spiel 0815 raushauen, Spiel 0815 raushauen, da muss jedes Jahr ein neues Spiel kommen, sonst ist da nicht viel los mit dem Geld. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich meine zum Beispiel Call of Duty. Kann sehr viel Spaß machen, das Spiel, vor allem für Shooter-Fans. Kommt jedes Jahr ein neues raus, oder so mehr oder weniger jedes Jahr. Und das Spiel hält aber auch nur etwa ein Jahr.
danach stirbt es, mehr oder weniger. Danach sind nur noch die Leute, die halt wirklich dieses eine Call of Duty ganz besonders gerne mögen, die bleiben dann da. Aber die anderen Call of Duty sind einfach so weg, ach, da ist ein neues, kaufen, spielen, paar Monate lang, weg, nächstes, kaufen, spielen, weg. Kann man machen, bringt garantiert viel Geld für wenig Aufwand. Qualität ist halt das, was ich haben möchte. Deshalb bin ich bei Star Citizen. In der Hoffnung, dass es dann auch wirklich das wird, was ich mir erhoffe davon. Ich will Qualität haben. Ich will ein Spiel haben, das mich lange beschäftigt, und zwar mehr als nur ein paar Monate oder vielleicht 2 Jahre, sondern 3, 4, 10, vielleicht sogar 20 Jahre, wenn das denn möglich sein wird. Keine Ahnung, wie lange das hält. Aber das möchte ich halt. Etwas, wo ich wirklich eintauchen kann und meinen Spaß haben kann. Deshalb Qualität. Und Quantität passt halt nicht dazu. Du kannst nicht ein mega geiles Produkt, das super perfekt ist, raushauen in kurzer Zeit. Das geht nicht. Also das könnt ihr höchstens bewerkstelligen, indem ihr Leute habt, die auf Qualität achten. Und wenn ihr Leute habt, die das gleiche tun, aber mit Quantität, dann hast du zweimal das gleiche Produkt. Einmal in Scheiße und einmal in Gut. Also zum Beispiel, wenn es um Smartphones geht, du hast den chinesischen Schrott, die veraltete Hardware verkaufen als das neueste iPhone, und dann hast du Apple, die dir wirklich ein neues iPhone verkaufen. Und das sieht dann auch entsprechend im Preis so aus. Es ist jetzt halt einfach nein. Da müsst ihr euch Gedanken machen, was ihr jetzt wollt. Quantität oder Qualität. Beides zusammen funktioniert nicht. Ne, Atlas, falls einer von euch Deutsch ist beziehungsweise die deutsche Sprache versteht und dieses Video guckt, macht euch mal ein paar Gedanken dazu. So, dann gucken wir uns doch mal die zweite an, die Black Star Initiative. Achso, genau, ich wollte doch gucken, wie viele die haben. 7000 Member. Wollen auch exklusiv sein. Focus of Exploration und Security. Also, euer Ziel in Ehren, aber ihr ladet einfach wahllos Leute ein und hofft, dass einer darunter ist, also unter den Zehntausenden und Hunderttausenden von Leuten, die ihr einladet, ohne zu gucken, ob der überhaupt zu uns passt, hofft ihr, dass da einfach einer drunter ist, der euren Ansprüchen genügt? Was macht er denn mit den anderen? Behaltet ihr die drin und das dann die Quantität? Also, damit steht für mich fest, eure Orga, Atlas Defense Industries, besteht hauptsächlich zu 99,5% aus Quantität und 0,5%. Habt dort einen Glücksfang gemacht, da ist dann Qualität dabei bei dem Spieler. Der wird euch aber früher oder später davonrennen, weil er merkt, dass da Scheiße ist, weil da nur Quantität und keine Qualität vorhanden ist. Also, ist nicht gerade gut. Blackstar-Initiative. Ach du Scheiße. Okay, die haben richtig viel geschrieben. Sehr geehrter Bürger, mit dieser Nachricht bieten wir Ihnen die Mitgliedschaft in der Blackstar-Initiative an. Beachten Sie, dass wir nur Hauptmitglieder akzeptieren. Ja, habe ich gesehen. Steht ja exklusiv. Wenn Sie über 18 Jahre alt sind und Interesse an einem Beitritt haben, nehmen Sie diese Einladung über RSI an. Muss angemeldet sein, ihr gebt mir diesen Link. Ich bin auf dieser Seite. Selbst wenn ich auf der E-Mail draufklicke, die ich da gekriegt habe, deshalb habe ich das übrigens gemerkt, selbst dann lande ich automatisch auf dieser Seite. Also die hellsten Seite auch nicht gerade. Wir sind eine Organisation vom Typ Private Military Company und bieten unsere Dienstleistungen zahlenden Kunden an, einschließlich Spielern und Organisationen. Wir planen auch unsere eigenen Operationen dort durchzuführen, wo es rentabel wäre, und NPC-Missionen zu lösen, sobald sie implementiert sind. Um dies zu erreichen, wollen wir eine kohärente Flotte mit eigenen Unterstützungselementen aufbauen, zusätzlich zu den Boden- und Raumstreitkräften an vorderster Front, die alle relevanten Mechaniken und Schiffstypen nutzen, einschließlich Großschiffe und des größten Zivilfahrzeugs. Also eine HAL-I meint ihr. Die Art von PMC, die wir werden möchten, dreht sich jedoch
nicht nur um das Schlachtfeld, sondern wir benötigen auch qualifizierte Entdecker für das Scouting, fähige Diplomaten für Kundenkontakte und Verhandlungen, handelsinteressiertes Personal und andere nicht kämpfende Rollen als Berater und Ansprechpartner für Bewacher, für Bewachung solcher Betriebs- und Konstruktions-, Forschungs- und ähnlichen Mitarbeiter zur Wartung und Verbesserung unseres Materials als Teil des Unterstützungs- und Logistikelements. Alter, ist das ein Text. Momentan veranstalten wir wöchentlich Veranstaltungen und bieten regelmäßig regelmäßiges Üben sowie Grundschulungen an, die es den Mitgliedern ermöglicht, durch die Teilnahme an unseren Veranstaltungen interne Ränge zu erreichen. Trainingspositionen sind auch für Personen mit Interesse und der richtigen Einstellung verfügbar. Außerhalb des Spiels können wir auch jeden mit Kunst- oder Programmierkenntnissen sowie Personen einsetzen, die in der Lage sind, unsere Aktivitäten aufzuzeichnen und möglicherweise zu streamen. Also, der Teil hier, durch die Teilnahme an unseren Veranstaltungen interne Ränge zu erreichen, den finde ich immer sehr kritisch. Das heißt, ich kann eine geile Rolle kriegen mit Verantwortung, einfach nur weil ich ein bisschen mitspiele. Egal, ob ich dafür qualifiziert bin oder nicht. Sehr schlechte Idee. Aber gut, funktioniert vielleicht bei euch. Oder ihr habt einfach nur nichts davon erwähnt, dass man auch gleichzeitig qualifiziert sein muss und nicht einfach nur dabei gewesen sein. Wäre jedenfalls wünschenswert, wenn das so wäre. Daher umfasst unser Portfolio Anti-Piraterie-Operationen, Terrorismusbekämpfung und Einsatz gegen Moment, wir schmeißen mal kurz die Übersetzung raus. Ah ja, Counter-Terrorism and Counter-Alien-Deployment. Das meint also nicht Ausländer, das meint Aliens. Einsatz gegen Ausländer, das klingt schon so scheiße. Zum Glück hat man da hin und her wechseln. Also, Kopfgeldjagd, Wegfindung und Aufklärung, logistische Unterstützung und Planung, taktische Analyse, Sicherheitsberatung, Kampftraining. Puh. Neben unseren Ingame-Plänen bauen sie auch eine Community. Okay. Zurück auf Englisch. Besides our in-game plans, we also build a community around the game. Also, sie bauen nebst dem Spielelementen in-game auch eine Community um das Spiel herum auf. Also sprich, real life ist damit gemeint. Wir unterhalten einen aktiven Discord-Server mit regelmäßigen SC-Ereignissen, um auf den neuesten Stand zu bleiben und Möglichkeiten, viele andere Spiele zusammen zu spielen. Beachten Sie, dass für die Teilnahme an Veranstaltungen zunächst die Teilnahme an der Zwietracht erforderlich ist. Ich muss wieder übersetzen. Great many other games to get noted participation in any events requires joining the Discord first, following this link. Okay, jetzt macht's mehr Spaß zu lesen. Spaß. Sinn. Alter, ich rede so Blödsinn hier, dass ich schon gar nicht mehr selber richtig reden kann. Ach stimmt ja, Discord heißt ja Zwietracht. Übersetzt. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten bei Turnieren zwischen befreundeten Organisationen und unseren eigenen Reihen einige Male zu testen, jedes Jahr. Die Registrierung kann in Zukunft für Außenstehende geöffnet werden. Wir akzeptieren nur Mitglieder über 18 Jahre, die uns als Hauptorganisation festgelegt haben. Sie können andere Gruppen angeschlossen bleiben, solange es sich nicht um Piraten, Kriminellen, Anti-UI oder Infiltrationsorganisationen handelt. Wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich diese Links an, um mehr über BSI zu erfahren. RSI sage ich schon. Oh, da haben sie die ganzen Links. Also, falls ihr das Interesse habt, da mal reinzugucken, könnt ihr das machen, wenn ihr das jetzt so eine Massenorgas geil findet. Our Discord. Also unser Discord, die von uns verwendete soziale Media-Plattform, steht auch Nicht-Mitgliedern offen.
Sollten Sie noch Fragen haben, treten Sie unserem Discord bei und stellen Sie Fragen in der öffentlichen Lobby oder wenden Sie sich an ein Mitglied von S5. Die Recruitment Staff Group, indem Sie @S5 anpingen. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen die beste Erfahrung, die Star Citizen bieten kann. Das hoffe ich doch auch. PS, wir bieten kostenloses Bier und Speck an. Geil. So, also. Der letzte Satz hier, das PS, das ist der Grund, warum ich denen beitreten würde. Aber nicht wegen dem Bier, sondern hauptsächlich wegen dem Bacon. Ich will Bacon haben. Gib her. Aber nichtsdestotrotz. Allein die Dauer, die es gebraucht hat, mich einzuladen, zeigt, dass sie nicht mal gesehen haben, was für einer ich bin. Ich weiß nicht mal, ob ich zu dem Zeitpunkt schon im Spiel... Ja doch, zu dem Zeitpunkt war ich schon mal im Spiel. Aber es ist halt einfach das Typische. Neuer Account wird generiert, bei denen pinkt wahrscheinlich einer, hey, da ist ein neuer Account, zack, automatische Einladung gesendet. Und dann hoffen, dass der Typ zu uns kommt. Also, ich weiß ja nicht, aber sorry. No interest in mess or gas. So, die clean. Hallo? Kurz F5. Ah, jetzt geht's. So, der cleaned. So, damit sind sie weg. Nochmal kurz F5. Ja. Also, tja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde halt, Massenorgas können Sinn machen. Gerade bei Star Citizen, wenn man so viele Plätze braucht auf einem Schiff, ist das sicher bestimmt sehr, sehr nützlich. Aber nichtsdestotrotz sind diese Organisationen halt... Man hat da halt nichts Ganzes und nichts Halbes. Man hat einfach nur eine riesige Anzahl an Leuten und dahinter ist einfach nichts. Zumindest nichts Brauchbares. Wenn diese Leute wenigstens einen im Game begegnen würden oder im Spektrum und einen dann ansprechen würden, so hey, hast du Interesse bei uns mitzumachen? Das und das tun wir so. Was machst du denn überhaupt so im Spiel tun? Brauchst du vielleicht noch Hilfe? Das ist der Weg, wie du gute Spieler kriegst. Nicht, oh, neuer Account, zack, Einladung gesendet mit Standard-Begrüßungstext. Damit kriegst du einfach den Abfall des Universums in deine Orga, mehr nicht. Denn die guten Spieler, die suchen sich wohl überlegt ihre Orga aus, entweder nach dem, was die Orga tut und was sie selber tun möchten, oder weil sie Leute kennen, die dort drin sind. Zum Beispiel, wenn es ein YouTuber ist oder ein Streamer, der bei einer bestimmten Orga dabei ist und ihr findet den absolut geil, ja, dann kann es halt auch sein, dass ihr deshalb da reingeht, um mal zu gucken. Weil es wird ja wohl einen Grund haben, warum der Typ in der Orga ist. Also, simpel und einfach. Aber mit random Einladungen von irgendwelchen Spielern, die ihr noch nicht einmal im Game gesehen habt oder überhaupt in einem Chat jemals ein Wort zu denen gesagt habt, damit kriegt er den Abfall. Also an alle, die das zuschauen hier, macht sowas nicht. Es sei denn, ihr wollt eine Abfallorganisation gründen, die aus lauter Leuten besteht, die nicht miteinander wirklich spielen können. Wo keiner den anderen versteht. Allerdings ist das jetzt nur meine persönliche Meinung. So, das war's. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen.